es nämlich, dass ihr eigentlich keine Chance habt, wenn ihr nicht das richtige Mindframe habt und nicht das richtige Netzwerk, um reich, also sagen wir mal, hundertfacher Millionär zu werden oder sogar Milliardär. Und deswegen nehme ich euch heute auf eine Reise mit, die es in sich hat, weil das Mindframe besagt als allererstes, denke das Undenkbare. Und ich spreche jetzt etwas aus, was viele von euch schockieren wird, weil ihr seid fast alle massiv überinvestiert in den Magnificent Seven. Das sind die Superwerte an der Nasdaq. Das ist doch klar, das ist Microsoft, Alphabet, Facebook, you know it, you name it. Und wir haben hier in der ersten Grafik etwas, was man wirklich in Frage stellen sollte. The Magnificent Seven, das ist der Unternehmenswert insgesamt gegen die Wirtschaftsleistung. Das ist grob jetzt aktuell 43%, war schon knapp unter 50%. Das ist unfassbar. Sieben Firmen machen aus die Hälfte, der Unternehmenswert macht die Hälfte aus der amerikanischen Wirtschaftsleistung im Wert. Das sind gigantische Bewertungen im Nasdaq. Sind doch nicht realistisch und gesund. Ist da nicht schon Nirvana abgebildet? Gehen wir doch mal auf die Exposure, inwiefern Investoren dort exponiert sind. Absoluter All-Time-High, Höchststand, da ist doch schon verdammt viel drin. Jeder, der das haben will, hat es. Okay, und dann schauen wir uns mal die Markttechnik an. Ich achte nicht so viel auf Markttechnik, aber ich achte auf die 200-Tages-Linie. Googelt doch einfach nochmal den 9-Billion-Dollar-Trade, dann wisst ihr, wie wichtig diese 200-Tages-Linie ist, ein technischer Indikator. Die Nasdaq steht kurz davor, könnte jederzeit durchgehen. Letztes Mal hat sie 30% sehr schnell verloren. Muss sehr sensibel sein, weil mit einem Mini-Betrag hätte man vor ca. 150 Jahren mit diesem Trade 9 Billionen an Wert geschaffen. Das ist ungefähr 2,5 so viel, mal so viel wie deutsche Wirtschaftsleistung. Also mit einem Mini-Betrag. Der S&P 500, der größte, wichtigste Aktienindex der Welt, ist schon durch, nach unten, durch die Linie. Der DAX sowieso, der italienische Index auch, der europäische Index auch. Also alle anderen wichtigen westlichen Indizes sind da durch. Und wir sehen in der ersten Grafik, was wäre denn, wie diese wunderbaren 7 Aktien, Apple ist natürlich auch dabei, wenn die auf einmal nicht mehr richtig wachsen würden. Das tun sie übrigens seit 2 Jahren nicht. Was ist denn, wenn sich das einschleicht, dass das Schlafmützen sind und nicht mehr die fantastischen 7? Dann passiert denn das, was eBay passiert ist. Die ist 53% gefallen, weil man hat gesagt, ach, ist doch nicht so heiß, wird doch nicht so heiß gekocht wie gegessen. Ist doch nicht so super spannend oder noch brutaler, wie die Netflix-Aktie mit 75% abgestraft wurde. Ist, ich weiß, dass jetzt pissig sein wird, will dir tonnenweise Kommentare geben, bla bla bla, Cash Profit. Ich sag nur eins, 2 Korrekturen in 5 Jahren und 2 Crashs. Ich glaube, das ist ziemlich gut, wenn man das erkannt hat. So, Frage 2, nochmal ganz klar, think out of the box. Ja, was wäre, wenn vermögende Bürger fast gleichzeitig einen Lastenausgleich bekommen, also eine Sondersteuer, sagen wir mal wegen einem desolaten Gesundheitssystem oder einer Corona-Finanzierungsleistung, plus mit einer Vermögenssteuer veranlagt oder bestraft werden würden? Ist das crazy? Nicht mit unserer Geschichte, ihr habt die vorherigen Videos gesehen. Kleines Beispiel, Vermögensteuer auf ein Unternehmen, was 100.000 verdient, wird bewertet für die Vermögensteuer mit dem Faktor 14, also 1,4 Millionen und eine Vermögensteuer von 1,5%, die gab es schon, die gibt es auch in Frankreich, querbeet in Europa, fast überall. Das wären 21.000 Euro pro Jahr, grob 1.800 Euro pro Monat. Habt ihr das Geld? Habt ihr das vorrangig? Erlaubt das? Könnt ihr das aus eurem Gehalt zahlen? Und jetzt nehmen wir den Immobilienwert dieser Firma. Die sitzt so auf Gewerbeflächen oder hat ein Mietshaus oder irgendwas. Machen wir mal 1 Million. Das ist nichts Besonderes. Das haben über 1 Million Deutsche. Und da gibt es eine Zwangshypothek oder eine Sondersteuer.
oder ein Krisenfestigungskonto, in das man einzahlen muss. Es gab schon alles. Ihr müsst die Historie Deutschlands verstehen. Und dann wird dieses Vermögen, sagen wir mal, mit 200.000 beschuldet, beliehen oder irgend sowas, oder muss abgezahlt werden. Ja, habt ihr eigentlich die Bilanzkraft, um 221.000 Euro zu stemmen? Weiter, Frage 2b natürlich dann, habe ich oder habt ihr den notwendigen Vermögensschutz, die richtigen Strukturen, um nicht vom Staat enteignet oder missbraucht zu werden? Ratet mal was, 80% haben das nicht. Sie sind niedrig hängende Früchte und werden einfach ganz leicht vom Staat gepflückt. Nicht nur negativ. Ich glaube, wir kriegen diese Chance. So ist zumindest unser Total Return Portfolio im Börsenbrief positioniert. Schaut euch den Link unten bitte mal an. Es geht auch darum, welche Anleihen man haben will. Was wäre denn, und ich sage euch das schon die ganze Zeit, dass die Inflation fällt. Sie hat sich jetzt seit mehr halbiert. Ich habe euch auch gesagt, dass die Immobilien in Deutschland und weltweit crashen werden. Das ist auch eingetreten, die Aktien sowieso. Aber was wäre, wenn ich in einigen Wochen 30% mit Anleihen und sogenannten REITs verdienen könnte? Dann schaut euch die folgende Grafik an. Die performen so schlecht und sind relativ historisch seit 14 Jahren in den untersten 20stel, also in den untersten 5% ihrer historischen Bewertung angekommen. Wenn Inflation weiterfällt, dann irgendwann die Zinsen, dann könnten ja diese REITs, diese Immobilienaktien oder die Anleihen einen riesen Kick nach oben bekommen. Ist doch sowieso klar. Die nächste Grafik zeigt, das ist keine Theorie. So viel Geld ist seit 7 Jahren nicht mehr in US-Anleihen geflossen. Frage 4. Think out of the box. Das eine waren jetzt, die ersten zwei Fragen waren eher so, das könnte passieren. Das aktuelle sieht ziemlich gut aus als Trader. Und die Frage 4 ist, oder in einigen wenigen Wochen 15% verdienen. Das ist keine Theorie. Unsere letzten 8 Short Trades, während der S&P 9% gefallen ist und durch die 200-Tage-Linie gedonnert ist, haben wir 15% verdient. Also das Delta zwischen 15% und minus 9% ist 24%. Das ist okay. Boom. Short. 8-mal. Guter Gewinn. Und dann gibt es natürlich die Überlegung, was passiert denn mit diesen wunderbaren Dividenden-Aristokraten, den Perlen? Die liegen ja so schlecht relativ zu den Tech-Werten. So 25-30% haben die schlechter performt als der S&P 500. Geschweige denn der Nasdaq. Also das ist vielleicht auch so ein Bären-Rally-Trade. Ich sage ganz bewusst Trade, ja, nicht investieren, Trade, weil auf die nächsten 2-3 Jahre bin ich so skeptisch wie noch nie, und das werde ich im Folgebeitrag so glasklar erklären. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten, und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold: Wie ist es mit der Meldepflicht?
warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.